Mein Name ist Marius Ebert. Herzlich willkommen zur Fortsetzung. Die relevanten Zahlen, die wir hier brauchen, finden Sie in Teil 4 dieser Videoserie Wirtschaftsfachwirt Rechenaufgaben. Wir sind hier in Teil 5. Wir setzen auf Teil 4. Und die Fragestellungen, Aufgaben Teil B, wir sollen den DB, den Deckungsbeitrag, je Produkt berechnen. Und ich zeige Ihnen noch einmal die Struktur. Wir hatten in Aufgabenteil A die Aufgabe, das Betriebsergebnis zu berechnen. Jetzt geht es um den Deckungsbeitrag. Noch einmal die Struktur. Die Struktur sieht folgendermaßen aus. P ist der Preis. P von Produkt 1 minus KV, variable Kosten von Produkt 1. Also Preis von Produkt 1, variable Kosten von Produkt 1, das ist eine 1 hier. Und dieses beides zusammen nennen wir den Stück DB, den Stückdeckungsbeitrag. Manche sagen auch Deckungsspanne dazu. Wenn wir das multiplizieren mit der verkauften Menge von X1, dann haben wir hier den Gesamtdeckungsbeitrag. Und genau diesen Gesamtdeckungsbeitrag sollen wir berechnen. Bei Berechnung des Betriebsergebnisses mussten wir noch die fixen Kosten abziehen, und zwar en bloc als einen Betrag. Hier geht es also darum, den Deckungsbeitrag je Produkt zu berechnen. Machen wir es anhand von Zahlen. Ich mache es am Beispiel von Produkt 1. Da hatten wir Erlöse von 75.000. Erkennen Sie bitte hier die Grundstruktur. Ja, hier nur hat man diese Klammer P minus KV mal X sozusagen ausmultipliziert. Das heißt, hier steht P mal X. Das sind die Erlöse. Und man hat die KV aufgespalten in mehrere Unterarten von KV. Ja, und? Dann addieren wir sie wieder auf und dann sind wir genau wieder hier. Also wo ist das Problem? Lassen Sie sich bitte nicht irritieren. Also, wir hatten die KV-Fertigung und zwar gesamt von 28.000. Diese 28.000 sind KV mal X. Ja, also hier dieses KV mal X ausmultipliziert, aber vorher aufgespalten in KV-Fertigung, da hatten wir KV-Vertrieb und da hatten wir KV-Verwaltung. Ja, KV-Fertigung, KV-Vertrieb, KV-Verwaltung. Also einfach nur die variablen Kosten aufgespalten und man muss sie dann nachher wieder addieren. Also KV-Vertrieb waren 3.000. Auch hier wieder, wenn das KV-Fertigung sind, dann müssen wir hier sagen, das ist KV-Vertrieb mal X. Und dann haben wir noch die KV-Verwaltung. Sehr ungewöhnlich, hier variable Kosten zu berechnen, aber nehmen wir das mal so hin. KV-Verwaltung mal X. So, und wie berechnen wir jetzt den Gesamtdeckungsbeitrag? Indem wir dieses Minus jetzt hier ins Spiel bringen. Das heißt, wir berechnen P mal X minus KV mal X, wobei wir hier drei KVs haben, die wir vorher aufaddieren. Also die Struktur unserer Berechnung lautet jetzt P mal X minus KV Fertigung mal X plus KV Vertrieb mal X plus KV Verwaltung mal X. Das also jeweils aufaddiert und dann abgezogen von diesen Erlösen. Freundlicherweise haben wir die Zahlen hier schon, also KV Fertigung mal X sind die 28.000, KV Vertrieb sind die 3.000 und KV Verwaltung sind die 8.000. Also was müssen wir tun? Wir müssen rechnen 75.000 minus 28.000 minus 3.000 minus 8.000. Und wenn wir das genauso berechnen, 75.000 minus 28.000 minus 3.000 minus 8.000, dann kommen wir auf einen Gesamtdeckungsbeitrag von Produkt 1 von 36.000.
Und das ganze Spiel machen wir jetzt für Produkt 2 und für Produkt 3 auch noch einmal. Das erspare ich uns jetzt hier, das vorzurechnen. Wenn Sie das Prinzip verstanden haben, ist es sehr einfach. Erkennen Sie also bitte in den Aufgaben immer das Grundprinzip und seine Varianten. Dann brauchen Sie nicht 100.000 alte Aufgaben durchzurechnen und dann parallel immer in die Kirche zu gehen und zu sagen, bitte lieber Gott, mach, dass es genauso kommt, wie ich es geübt habe, nur mit anderen Zahlen, das ist noch okay, aber sonst keine Variante bitte. Dann schmeißen Sie die Varianten nicht aus der Bahn. Ja, dann werfen die Varianten Sie nicht aus der Bahn, sondern Sie erkennen, dass es immer das gleiche Prinzip ist, aber immer mal wieder variiert. Apropos, wo wir gerade dabei sind, Prinzipien zu erkennen. Ich habe für Sie die Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt entschlüsselt. Und diese wertvolle Insider-Information bekommen Sie, wenn Sie unter dem Video auf den Link klicken und sich in das Formular eintragen. Diese Information ist nur eine begrenzte Zeit online. Klicken Sie also jetzt auf den Link unter dem Video und tragen sich in das Formular ein. Viel Erfolg für Sie, Marius Eberting.